Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Lotte Quatemba und ich darf Sie nun sehr herzlich zum Auftakt des heutigen Veranstaltungsabends anlässlich 85 Jahre 12. Februar 1934 begrüßen. Die nun folgende szenische Lesung an drei verschiedenen Stationen ist Teil einer Reihe, die am vergangenen Samstag mit einem historischen Ortsrundgang startete und heute genau am 12. Februar ihre Fortsetzung findet. Unser Anspruch ist, wie der Titel der Veranstaltungsreihe schon sagt, Geschichte und Auftrag der Februarereignisse zu erschließen. Ist der Austrofaschismus ohne Wiederkehr? Wie gewiss können wir sein, dass Ähnliches nicht wieder geschieht? Schwierige Fragen. Und ob wir heute Abend darauf Antwort geben können, wird sich zeigen. Die folgenden Texte sind eine Zusammenstellung aus Literatur, Originalquellen und Kommentaren. Gelesen werden die Texte von Hanna Höllinger und Thomas Bildersdorfer, musikalisch begleitet von Michaela Schausberger. Bei jeder Station findet sich Originalfotografien aus jenen Tagen um den 12. Februar, als sich die Ereignisse auch in Ebensee überschlugen. Und wer steht nun hinter der Veranstaltung? Wir sind ein breites Bündnis aus Organisationen, die für die Veranstaltungen verantwortlich sind und ohne deren Unterstützung und Kooperation so vieles nicht möglich wäre. Mein Dank geht an dieser Stelle an das Zeitgeschichte-Museum Ebensee, den Kulturverein Kino Ebensee, Verein Arbeiterheim, Gesellschaft für Kulturpolitik Oberösterreich, SPÖ Oberösterreich, Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen, den Sozialdemokratischen Bildungsverein, die ProG und den Pensionistenverband Ebensee. Ein Dank geht außerdem an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Ebensee und des Bauhofs, die uns unterstützen. Zusätzlich ein großer Dank an Georg Karl, der die Veranstaltung für uns mitfilmen wird. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen spannenden Abend im Zeichen von Geschichte und Auftrag. Ich darf nun Hanna Höllinger und Thomas Bildersdorfer für die Lesung zu mir bitten. Der Vorabend. Am 2. Januar 1934 veröffentlichen die österreichischen Tageszeitungen den Text einer regierungsamtlichen Mitteilung. In trockenem Ton wurde bekannt gegeben, dass die Mandate der Kammern für Arbeit und Angestellte mit 31. Dezember 1933 endgültig erloschen seien und die bisherigen in überwiegender Mehrheit aus sozialdemokratischen Freigewerkschaftlern bestehenden gewählten Arbeiterkammerräte durch ernannte Verwaltungskommissäre ersetzt worden seien. Begründet wurde dies mit dem Vorwurf, dass die Arbeiterkammern unter sozialdemokratischer Führung bis in die jüngste Vergangenheit zu politischen Demonstrationen gegen die Bundesregierung verwendet worden seien und sie außerdem, wie alle anderen Einrichtungen, von der künftigen berufsständischen Neuordnung nicht unberührt bleiben könnten. Arbeiterzeitung, 11. Februar 1933. Die drei Pfeile. Der erste Pfeil gegen die Monarchisten. Der zweite Pfeil gegen alle Faschisten. Der dritte Pfeil gegen Krise und Not. Drei Pfeile für Arbeit, Freiheit und Brot. 1933. Die ersten Stationen in den Austrofaschismus. Ausschaltung des Parlaments. Verbot des Republikanischen Schutzbundes und der Kommunistischen Partei. 15. März 1933. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß verhindert durch Einsatz der Polizei die Fortsetzung der am 4. März abgebrochenen Parlamentssitzung. Es folgen Versammlungsverbot, Pressezensur, Aufhebung der Kollektivverträge. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs
hält sich an den Beschluss des Linzer Programms von 1926. Keine Gewalt. Gewaltanwendung als politisches Kampfmittel wird nur zur Verteidigung der Republik eingesetzt. Der Einfluss der Heimwehr auf den Staatsapparat wird immer größer. Die Rechte der Arbeiterschaft werden beschnitten. 11. September 1933. Kanzler Dollfuß proklamiert den sozialen, christlichen, deutschen Staat auf ständischer Grundlage und autoritärer Führung. 14. bis 16. Oktober 1933. Die Sozialdemokratie bekennt sich auf ihren letzten Parteitag zu einer friedlichen und verfassungsmäßigen Lösung der Krise, außer in folgenden Situationen: Aufhebung der Rechte Wiens, Auflösung der SDAP, Gleichschaltung der Gewerkschaften, eine faschistische Verfassung. Das faschistische Ausland. Am 18. Jänner 1934 kam der italienische Staatssekretär Suvitsch nach Wien, um Österreich noch fester an Italien zu ketten und den Kampf zur Vernichtung der österreichischen Demokratie zu beschleunigen. Der italienische Diktator hielt es daher für geboten, mit Österreich und Ungarn einen politischen Gegenblock aufzurichten. Suvitsch forderte die Zertrümmerung der Arbeiterorganisationen. Besonders gab der italienische Staatssekretär zu verstehen, dass Mussolini den Heimwehren größeres Vertrauen entgegenbringe als den alten christlich-sozialen. Der Besuch Suvitschs war das Signal zum Generalangriff der Heimwehren gegen die Arbeiterbewegung. Die katholischen Demokraten unternahmen schwächliche Versuche gegen den drohenden Faschismus, zu einer Verständigung mit der Sozialdemokratie zu gelangen. 11. Februar 1934. Richard Bernaschek, oberösterreichischer Landesparteisekretär und Schutzbundführer, in einem Brief an die zögerliche und zurückweichende Wiener Parteileitung, an Otto Bauer, Theodor Körner und Johann Schorsch. Ich habe mich heute Vormittag mit 5 gewissenhaften, der Partei treu ergebenen Genossen besprochen und bin mit ihnen nach wirklich reiflicher Überlegung einen Beschluss gefasst, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. In Durchführung dieses Beschlusses werden wir heute Nachmittag und diese Nacht sämtliche uns zur Verfügung stehenden Waffen, und zwar in ganz Oberösterreich, so weit bereitstellen, dass die heute noch zum Widerstand entschlossene Arbeiterschaft sie sofort greifbar hat. Wenn morgen Montag in einer oberösterreichischen Stadt mit einer Waffensuche begonnen wird oder wenn Vertrauensmänner der Partei bzw. des Schutzbundes verhaftet werden sollten, wird gewaltsamer Widerstand geleistet und in Fortsetzung dieses Widerstandes zum Angriff übergegangen werden. Dieser Beschluss sowie die Durchführung ist unabänderlich. Geben Sie vor dem 12. Februar 1934. Nach dem Verbot des Republikanischen Schutzbundes Ende März 1933 wurden auch in Ebensee Waffensuchen durchgeführt. Gegen die Auflösung ihres Wehrverbandes demonstrierten die ArbeiterInnen durch Organisation eines Bummels durch das Ortszentrum, an dem laut Gendarmeriebericht etwa 1200 Personen teilnahmen. Am 11. Februar 1934 schreibt Max Zieger, Bürgermeister von Ebensee, an den Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Schlegel. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, in meiner Kanzlei erschienen gestern, Samstag, den 10. des Monats, die Vertrauensmänner sämtlicher Industriebetriebe sowie die Vertreter der sozialdemokratischen Lokalorganisationen und ersuchten mich, Ihnen sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Folgendes mitzuteilen. Die gesamte Arbeiterschaft von Ebensee bekräftigt die Forderungen, welche Ihnen die Vertreter der oberösterreichischen Sozialdemokratischen Partei und Gewerkschaften am 8. Februar 1934 in Form einer Resolution überreicht haben. Die bei mir erschienenen Vertreter erklärten, dass die Arbeiterschaft fest entschlossen ist, diese Forderungen auch mit dem größten Nachdruck zu vertreten und verlangt, die gesamte Arbeiterschaft
dass die jetzt bestehenden politischen Wirrnisse nun auf verfassungsrechtlichem Wege bereinigt werden müssen. Die Arbeiterschaft begrüßt ihre Erklärung, dass sie die von der Heimwehr gestellten Forderungen nur auf verfassungsmäßigem Weg erledigen wollen. Die bei mir erschienenen Vertreter erklärten ferners, dass die gesamte Arbeiterschaft, Mann für Mann, ihre Erklärung bezüglich der verfassungsmäßigen Erledigungen der ihnen unterbreiteten Forderungen unterstützen wird. Zum Schluss wurde ich noch ersucht, Ihnen den Dank der Arbeiterschaft dafür zu übermitteln, dass Sie, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sich immer streng auf dem verfassungsmäßigen Weg gestellt haben. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ich möchte Sie ganz besonders bitten, Ihre ganze Kraft dafür einzusetzen, dass zumindest unser Land Oberösterreich vor einem Blutvergießen verschont bleibt. Die Hoffnung aussprechend, dass alle jene verantwortlichen Faktoren ihre ganze Kraft Ihrem Beispiel folgend einsetzen, um unser Vaterland vor einer Katastrophe zu bewahren, zeichnet mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung ergebener Bürgermeister Max Zieger. 12. Februar 1934, Fasching Montag, Linz, Wien, Steiermark. Eine Waffensuche der Polizei im Parteiheim der SDAP in Linz im Hotel Schiff stößt auf bewaffneten Widerstand. Richard Bernaschek kann kurz vor seiner Verhaftung dem sozialdemokratischen Magistratsbeamten Theodor Grill noch Anordnung geben, die Nachricht über den Ausbruch des Kampfes nach Wien, Steyr und das Kohlerevier weiterzugeben. Ebensee. Der Bezirkskommandant des Schutzbundes Baumann informiert die Betriebsräte der Solvay-Werke Johann Wolfsgruber und Josef Hitzenberger von der Gegenwehr des Schutzbundes in Linz. Mittags wird daraufhin in den Ebenseer Betrieben der Generalstreik ausgerufen. Insgesamt verlassen etwa 750 Arbeiter und Arbeiterinnen die Produktionsstätten. Im Arbeiterheim und vor dem Gemeindeamt geben der Obmann der sozialdemokratischen Lokalorganisation Friedrich Hirnböck und der Betriebsratsobmann der Saline Josef Neuhauser Anweisungen an die versammelten Arbeiter. Abends und in den Nachtstunden postieren sich Schutzbündler und Wehrturner am Ortseingang, wo man Heimwehrabteilungen erwartet. Darüber hinaus bleibt es in Ebensee noch ruhig. Aus dem Bericht des Gendarmerie-Postens Ebensee. Über mündliche Aufforderung des Bezirksgerichtes Bad Ischl wird über den Marxistenaufstand in Ebensee und dessen Niederwerfung Folgendes angezeigt. Am 12. Februar 1934 um ca. 12.30 Uhr kam vom Bahnamte Ebensee die Nachricht unter die Bevölkerung, dass die Weisung Bahnhalt kommen und Generalstreik sei. Diese Nachricht verbreitete sich sehr schnell unter der Arbeiterschaft. Die Arbeiter der Baumwollweberei legten um ca. 14.15 Uhr durch Ertönen der Sirene die Arbeit nieder. Es folgte die Einstellung des Sodafabrikbetriebes um ca. 15 Uhr, ebenfalls durch Sirenenzeichen, und anschließend die Einstellung des Salinenbetriebes. Die Arbeiterschaft zog geschlossen in den Ort, vor das Gemeindeamt Ebensee, wo der Obmann der Lokalorganisation Friedrich Hirnböck und der Betriebsrats- und Gewerkschaftsobmann Josef Neuhauser aus Ebensee Ansprachen hielten. Hierauf begab sich die Arbeiterschaft in das Arbeiterheim, wo sie die weiteren Weisungen von den Vertrauensmännern abzuwarten hatten. Überweisung der Bezirkskommandantur in Gmunden wurden vom Posten am 13.02.1934 der seinerzeitige Obmann des Schutzbundes Johann Heißen, Friedrich Hirnböck und Josef Neuhauser in Haft genommen und nach Gmunden überstellt.